Einen wunderschönen guten Tag, der Dude wieder am Start, wieder mit einer neuen Runde Heroes. Diesmal spielen wir mit der Valla und im Team bei uns sind Diablo, Leutnant Morales, Lilly und Sergeant Hammer. Und wir spielen gegen Sergeant Hammer, Illidan, Funkelchen, Raynor und Tyrael. Ich habe mit Valla noch nicht so viel zu tun gehabt, deswegen mal schauen, wie das wird. Bin zurzeit unten auf der Botlane, ich versuche Schaden zu machen natürlich, wie jeder andere auch, und versuche dabei aber nicht so oft zu sterben. Hier oben geht's gleich los. 3 gegen 3. Wird ein Belagerungskampf. Sieht sehr vielversprechend aus. Bin mal gespannt, wer bei mir unten auf der Lane ist. Ah, Sergeant Raynor, okay, alles klar. Aber ist da noch jemand? Gut. Gut. Komm, gehen wir mal ein bisschen ärgern hier. Ja, hier, da wollen wir ein bisschen Peace sagen. Das gleiche hat er jetzt auch vor. Und jetzt geht's los. Oh. Oh, jetzt muss ich mich bei ein bisschen. Es muss ich einen Rückzug machen. Ich muss aufpassen, dass hier. Ja, jetzt ist er oben. So, ziehen wir uns mal zurück, weil der Raynor ist sehr aggressiv unterwegs. Oh, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Da habe ich keine Chance. Ah, das kriegt er auch noch. Da konnte ich nicht viel ausrichten, aber zum Glück kam die Unterstützung. Und jetzt wollen sie Dublonen abgeben, da gehe ich natürlich erstmal hin. Es war echt eng, ich habe echt versucht zu nerven, aber der Raynor, der weiß, wie es funktioniert anscheinend. Versuch doch mal hier zu helfen. Und hier ein bisschen Schaden rauszuhauen. Drücken wir sie weg, wir drücken sie einfach mal weg. Versuchen hier ein bisschen Schaden. Ich darf nicht zu weit vortreten, weil sonst habe ich ein Problem. Der Schaden wird nicht reichen. Jetzt habe ich ihn. Das gibt's doch nicht. Da reicht mein Pfeil nicht dafür. Okay. Da haben wir uns leiten lassen, da wollten wir den unbedingt haben. Sind dadurch gestorben. So, wollen wir uns doch mal schnell hier was holen. Und machen weiter Schaden. Wir müssen den Druck aufrechterhalten. Ich hoffe, die sehen mich. Ja, er hat mich natürlich gesehen. Ah, und hat mich natürlich abgewiesen und sammelt natürlich alles ein. Das nervt mich gerade übelst. Der Raynor geht mir richtig auf den Sack. Das glaubt ihr gar nicht. Alles klar, gehen wir wieder los. Oh, da hat er echt meine Dublonen. Die hat aber nicht lange, das verspreche ich euch. Jetzt kriegt Sales Morales ziemlich einen aufs Maul und ist down. Gut, wir ziehen uns hier zurück. Das bringt jetzt hier nichts weiter anzugreifen. Ich kann vielleicht ein bisschen Schaden machen. Jetzt kriege ich aufs Maul. Ja, jetzt kriege ich hart aufs Maul, aber das müsste ich rein theoretisch noch schaffen. Kommt Sergeant Morales und hilft mir natürlich. Jetzt wird's hier. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt hier durchsteppen. Oh ja. So, jetzt kriegt er ordentlich aufs Maul. Da kommt er nicht mal raus. Da ist er down. Du kannst es knicken, dass du hier auf Sarge Morales geht. Schaden, wir machen weiter Schaden. Wir machen Druck. Wir machen einfach mal richtig heftigen Druck. Okay, hat er recht. Hat Sarge Hammer recht. Wir brauchen unbedingt die Points. Coins, die Dublonen. Mal sehen, was hier los ist. Okay. So, jetzt muss man hier ein bisschen reagieren. Müssen ein bisschen Druck machen.
Warn mal schnell vor Gefahr, weil jetzt kommt die nämlich. Mana ist auch wichtig. Ich versuche hier die Gegner down zu schießen. Damit die Belagerung uns nicht hier alles weghauen nebenbei. Da muss man auch ziemlich aufpassen. So. Steht 9-9. Sehr eng. Und weg. Und da geht er weg. Da geht raus und ist down. Hat er scheiße gemacht. Er hat zwar den meisten Heldenschaden, bringt aber nicht. Sie haben als erstes die Coins abgegeben. Ja, läuft nicht so. Aber gut. Der Anfang ist egal. Das ist, es wird spannend, weil Sergeant Hammer gegen Sergeant Hammer. Ich bin echt gespannt, wie das läuft. Denke aber, dass wir... Es kommt auf die Fähigkeit drauf an, das muss man mal ehrlich sagen. So. Bisschen Schaden machen. Gretenfüße fallen lassen. Sehr gut. Wir brauchen was für die Flucht. So, jetzt bezahlen wir den Rest. Ich versuche hier das mal einzunehmen. Guck mal, was hier los ist. Sergeant Hammer. Okay, da kommt gleich die Funkelchen. Da ist er down, der Sergeant Hammer. Da hat er nichts mehr zu melden. War auch der Plan. Hoffe ich. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, der tritt er zu weit vor. Ich darf mit der Waller nicht so zu weit vor. Die verträgt nämlich nichts. Und jetzt Schaden geht raus. Fummelchen ist down. Natürlich kommen die gleich alle wieder. Ich versuche unten auf der Botlane den Tür ein bisschen zu ärgern. Ich hoffe, das bewahrheitet sich. Ich habe das Gefühl, dass die anderen oben beim Boss sind. Ob das so funktioniert, das weiß ich nicht. Oh, da kam gleich Fügelchen. Nee, sind jetzt zum Glück nicht beim Boss. Wäre vielleicht auch ein bisschen zu früh gewesen. Und weg, und die gehen die Krähenfüße raus. Sehr gut. So, machen wir weiter Schatten. Wir hauen erst gar nicht ab. Wir kloppen einfach weiter. Nerven, die ärgern, die versuchen alles. So. So, jetzt sehe ich hier Verteidigung. Alles klar, gehen wir hoch. Das schafft der Sergeant Hammer nicht alleine. Und jetzt schnell weg. Krähenfüße gehen raus. Jetzt bleiben. Und mehr Schaden außer. Problem, unser Sergeant Hammer ist nicht dabei. Wir befolgen uns in einer Gefahrenzone. Und raus. Ich meine, jetzt müssen wir raus. Da haben wir richtig einen aufs Maul gekriegt. Das war nicht dieser Plan. Okay, ich schätze auch mal, dass sie als erstes einsammeln. Ich gehe hoch, versuche ein bisschen was zu verteidigen. Oh ja, natürlich knallen. Oh, jetzt müssen wir hier aufpassen natürlich. Die versuchen uns ganz schön unter Druck zu setzen, muss man wirklich sagen. Versuchen alles natürlich, um dagegen zu hauen. Schaden, Schaden geht raus, Schaden geht raus, so muss das sein. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier kein bestimmtes Bild, ich mache das jetzt einfach so nach eigenen Angaben. Jetzt wird es hier nämlich gefährlich. Das sind nämlich die hier und jetzt haben sie mich gesehen. Was nicht so positiv ist. Alles klar, Sergeant Hammer war am Start. Sie haben hier Dublonen abgegeben. Also der Rainer ist, glaube ich, wahrscheinlich der, der hier gerade... Ja, also ich habe nichts anderes erwartet. Boah, da kommt er. Da kommt er raus. Aber warum? Also... Ich darf nicht so weit vorfeeden. Ist extrem wichtig. Sonst kriege ich eine drauf. Und da geht einer down. Das ist positiv. Wir machen weiter. Wir hören das gar nicht auf. Das ist natürlich das Ding. Die lenken uns sehr gut ab.
Sehr gut. Nicht schlecht vom Diablo. Aber sie lenken uns halt ab und währenddessen machen die uns hier ziemlich platt. Ich versuche jetzt hier trinkt noch. Ja. Den Mana Brunnen einzunehmen. Mana ist wichtig. Sie drücken. Sie drücken echt wirklich. Ich kann hier alleine wahrscheinlich gar nichts anrichten. Ah! Krähenfühn raus. Passt. Schaden raus. Schaden raus. Na komm schon. Kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. Kriegen wir einfach nicht. Aber wir versuchen trotzdem weiter Schaden rauszuholen. Ich würde jetzt die mit... Oh, wir dürfen uns nicht einkesseln lassen, Leute. Was soll das? Was soll das hier? So, der heilt sich, der heilt sich. Schaden geht weiter raus. Down. Ja, aber ich... So. Das habe ich mir fast gedacht. Jetzt haut er schnell raus. Lilly, renn bitte weg. Tut mir leid, Lilly. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen beeilen. Ich habe auch gar keinen Mana mehr. Krieg hier richtig einen aufs Maul. Komm auch nicht mehr weg. No Mana. War es nicht möglich. Wollte ich aufhalten. Ging nicht. War, wie gesagt, nicht möglich. Sargent haben wir gerade noch so überlebt. Natürlich werden die jetzt bezahlen. Und jetzt kriegen wir das nächste Mal eine drauf. Aber wir haben ja schon zweimal abgefeuert. Also ist ganz cool. Also der Raynor geht ganz schön ab. Also der, was der an Schaden raushaut, das ist nicht mehr schön. Da es hier vermehrt um gegen Helden geht, werde ich einfach den Heldenschaden erhöhen. Was wir hier rausknallen, ist nicht mehr schön. So, jetzt gehen sie natürlich alles auf den Morales. Aber Illidan, du kannst mich mal. Du kannst deine beschissenste Form überhaupt haben, aber du kommst gegen uns im Team nicht an. So. So, dann war natürlich selten dämlich. Und weiter. Und da fliegt der Schaden. So, weiter geht's. Ich hoffe, ich kann ihn noch abfangen. Nein, kann ich natürlich nicht. Selten dämlich. Selten dämlich. Weiter geht's mit Pushen. Hier pushen die auch. Ich verziehe mich schnell. Ich hoffe, Lilly übertreibt's nicht. Ah, die drücken natürlich schon langsam. Also, das ist nicht schön, was die hier machen. So, jetzt gibt's weiter aufs Maul. Und wir drücken weiter. So. Bin hundertprozentig der Überzeugung, dass Rainer hier auch drückt. Ich habe einfach nicht die Macht, wie mit Sylvanas alleine hier alles zu machen. Okay. Okay, der Morales will pushen. Ich würde gerne hier unten drücken. Und mal gucken, was läuft. Ja, das, die haben dieselbe Idee wie ich. Ich hoffe, Morales heilt mich ein bisschen. Ja, also die macht es echt gut. So, weiter wird gepusht. Und wir pushen auch. Wir pushen einfach. Wir hauen einfach drauf zu. Diablo kriegt aufs Maul. Da müssen wir helfen. Jetzt Morales. Oh, das war nicht schlecht. Jetzt schnell weg. Renn. So. Schwierig.
Die haben bezahlt, die drücken weiter. Wir müssen gucken, was noch geht. Zwei Aufladungen. Ich gehe hoch. Ich versuche hier noch Diablo zu helfen. War dumm. War sowas von dumm. War dumm. Ach Leute, warum bin ich denn da hingerannt? Ich hätte auch andersrum hinrennen können. Ich war so dämlich. Ich war echt dämlich. Hau ab, Lilly. Komm, nicht du auch noch. Fall nicht du auch noch ins Rund. Da wird der Diablo geheilt. Die Leutnant Morales macht einen richtig guten Job. Einen richtig guten, aber natürlich können die zu zweit nicht gegen den absoluten Schaden, den die hier rausdrücken, irgendwas anrichten. Und da geht der Diablo down. Ich hoffe, dass Sergeant Morales noch entkommt. Kann natürlich nichts machen. Was? Sie greifen schon unsere Zitadelle an? Das kann nicht sein. Ja, Sergeant Morales, also ich verstehe nicht. Schaden geht raus. Und down. So. Ja, da kommst du nicht. Jawohl, so sieht sie nämlich aus, mein Freund. So sieht das nämlich aus. Schatzruhen, alles klar, holen wir uns. Weiter geht's. Und die ist hundertprozentig schon leer. Sie haben schon 8 abgegeben. Da müssen wir jetzt auch langsam mal nachnehmen. Ne, das könnte also hier. Das kannst du knicken. Hier. Gib's uns einfach nur. Komm. Gib uns das einfach nur. Also, ich würde gerne wissen, was der Rainer geskillt hat, dass der so unglaublich viel aushält. Okay. Jetzt müssen wir weiter. Jetzt müssen wir weiter drücken. Weiter, immer weiter. Okay, jetzt müssen wir leider raus. Jetzt kriegen wir aufs Maul. Jetzt kriegen wir leider aufs Maul. Da geht er rein. Da macht er Schaden. Das reicht nicht mal ansatzweise. Sergeant Morales, weg. Da kann ich nichts mehr tun. Da kann ich nur noch flüchten. Ärgerlich. Viel kann ich jetzt nicht. Ich kann eigentlich gar nichts anrichten. Also wenn ich jetzt selbst wenn ich jetzt nerven würde. Wäre nicht möglich. Ich hoffe, dass sie jetzt hier nicht das machen wollen, was ich mache. Dass sie jetzt hier gleich pushen wollen. So, gehen wir mal zurück, heilen wir uns schnell. Ja. Pushen auch natürlich. Die pushen natürlich auch. Wir müssen unbedingt das nächste Mal abgeben. Bittet hier um Unterstützung, kriegt sie natürlich von mir. Oh, ärgerlich. Und da geht's weiter. Also, wir sind im Level auch höher als wir. Aber wirklich nicht viel, dass es jetzt so einen Unterschied machen würde. Die spielen einfach gerade nur besser. Oder sind gerade etwas intelligenter. Die werden hier oben bestimmt auch den Boss gerade machen. Alles klar, als ob ich es nicht gesagt hätte. Ich gebe mal lieber meine Dublon ab. Wusste, dass der Boss da oben natürlich kommt. Dublon abgegeben. Sitzt auf und wieder zurück. Frag mich, warum die nicht mitpushen. Wahrscheinlich brauchen die genug Zeit, um halt Dublonen zu sammeln und geben dann den Rest ab. Ja, sie machen es nicht schlecht. Sie machen es genauso, wie ich es eigentlich gehofft habe, dass wir das tun. Aber man kann das im Quick Match einfach nicht immer erwarten, dass sie so denkt, wie es ist. So.
So geht das. Jetzt sammeln, genau. Geben wieder ab, geben wieder ab. Ja, 15, jetzt gleich 18. Und damit wäre es dann wieder vorbei. Es kann doch nicht sein. Das spielt auch alles gerade gegen uns. Ja, das ist logisch, dass du das willst, aber was soll ich denn da tun? So, jetzt. Ich werde auch zu spät da sein und jetzt haben sie hier schon wieder und... Die setzen uns, die machen es optimal, die setzen uns halt komplett unter Druck. Und wir kommen halt nicht dagegen an, wir verlieren auch fast jedes Teamfight. Das hab ich mir fast gedacht. Und ich bin tot. Das war's. Schönen Dank. War meine Schuld, gebe ich ehrlich zu. Ich mache echt Damage. Sieht man, ich bin wahrscheinlich der dritthöchste gerade im gesamten Team am Heldenschaden. Ja. Ist nicht so schlecht, aber wie man sieht, wir verlieren halt jeden Teamfight. Und jetzt ist es vorbei. Und jetzt gibt's halt das GG, weil es halt vorbei ist. Kann man nichts machen, ist halt so. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich will euch ja nicht enttäuschen, dass es wahrscheinlich schon wieder ein Let's Play ist, wo ich verlieren werde, aber sowas passiert halt mal im Leben. Oder öfters, wie man sieht. Ja. Gebt zu, dass ich jetzt überlege, ob ich das Let's Play überhaupt hochlade, aber ja, ne, ich kann nicht nur immer Siege raushauen, das geht nicht. Zeige auch, dass ich nicht immer der Beste bin. Ja, es lief am Anfang gar nicht so schlecht, war ausgeglichen, aber dann sind wir halt eingebrochen, gab ein paar Fehler. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wenn ihr Kritikpunkte habt, sagt, erläutert es mir einfach. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis Denzel.